Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus. Das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel damals in Persien. Heute ist das der Iran. Da hat man ein Bollwerk errichtet. Man hat einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, so lange aufgerüstet, bis der über die viertgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung dermaßen unterdrückt, geknechtet und ausgebeutet, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um diesen Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um unsere Regierung loszuwerden? Bleiben wir realistisch, die Verzweiflung der Deutschen war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Zurück zu den iranischen Ayatollah. Sie können über Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert, da ist kein Schuss gefallen. Die verzweifelten Perser sind zu Millionen auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Die viertgrößte Armee der Welt hat keinen Schuss abgegeben. Die sind in die Kasernen zurück und der Schah von Persien, zum damaligen Zeitpunkt einer der mächtigsten Diktatoren der Region, musste fliehen. Mit Farah Diba, paar Köfferchen voll Kohle, ab ins Exil. So viel zum Thema, wie kann man so einen brutalen, mächtigen Diktator überhaupt loswerden? Heutige Diktaturexperten wie Angela Merkel sehen das natürlich anders, meine Damen und Herren. Angela Merkel zitiere ich immer nur wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, sie zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg gesagt: Ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Und da habe ich mich geschämt. Nee, ehrlich, wir hätten doch wenigstens versuchen müssen, die DDR gewaltsam zu befreien. Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, diese Frau sagt inhaltlich nicht viel, aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Beim Thema Rente hat sie auch mal aus dem Fenster gehängt. Hat sie gesagt, die Kinderlosen sollen weniger Rente kriegen. Super Idee, klar, ist ja logisch. Ne? Am besten gar keine Rente. Wer sie nicht die Mühe macht, die nächste Generation aufzuziehen, der soll auch keine Rente kriegen. Die Kinder müssen die Rente doch bezahlen. Merkel, bin ich sofort dabei, wenn wir das konsequent durchziehen? Also die nur behinderte Kinder zustande kriegen, kriegen auch keine Rente hinterher, oder? Was ist mit denen, die keine Kinder kriegen können, Merkel? Kommst du da jede Woche gucken, ob die sich auch richtig Mühe geben, oder? Ich weiß, Merkel, zu Ende denken ist nicht deine Stärke, aber eine letzte Frage, bevor deine Festplatte endgültig abstürzt. Was ist mit denen, die sich vermehren wie die Karnickel, aber zu blöd sind, die Kinder hinterher aufzuziehen? Kriegen die auch keine Rente? Ich wüsste jedenfalls, wem ich sofort die Rente komplett streichen würde. Das sind die Eltern von Merkel. Wir müssen schon wieder zurück zu Khomeini, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt schon Routine darin. Der Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Denn die Amerikaner hatten bis zuletzt diesen Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren aber auch sauer. Denn die schönen Waffen, die waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Das ist gar nicht mal so schlimm. Solche Leute hat der Bush ja auch am Kabinettstisch sitzen. Aber der Khomeini war Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen. Für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Was entscheiden die Amerikaner nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden und da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Wir machen das ja ungern selber. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Saddam Hussein. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, du bist unser Mann, wir rüsten dich auf, du marschierst im Iran ein.
Du stoppst die islamistische Revolution von Khomeini und die Ölquellen, die du im Iran erobern kannst, die darfst du behalten zur Belohnung. Der Hussein war einverstanden, denn mit Islam hat der Mann überhaupt nicht so Mut. Ehrlich nicht. Der Islam ist für den Hussein so interessant wie für den Bush das Christentum. Das ist eine nützliche Sache als Ideologie, ganz praktisch, wenn man es einsetzen kann. Aber das interessiert ihn nicht wirklich. Der Hussein und Al-Qaida, da können sie auch Stauber Kontakte zur RAF unterstellen. Okay, ich will es nicht beschreien. Ich meine, hat ja alles seine Funktion, sagt man auch immer. Der Hussein jedenfalls hat sich an die Abmachung gehalten, er ist aufgerüstet worden. Wir übrigens haben ihm ja die ganzen Chemiefabriken hingestellt. Sie kennen die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja vorher ja auch die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Hussein ist wie vereinbart über den Iran hergefallen, ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein versucht, im Iran Fuß zu fassen, Ölquellen zu erobern, mit Hilfe der Amerikaner. Wir waren neutral, wir Deutschen. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen oder so ähnlich. Nach knapp 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da gar nicht rein, die Verluste sind zu groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt und da hat der Hussein dann gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Schon waren die Amerikaner wieder sauer. Moment mal, Freundchen, welches Land überfällt, das bestimmen ja wohl noch wir. Millionen von Persern abknallen und Kurden vergasen, da haben wir keine Probleme mit, da helfen wir, wo wir können. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste doch gar nicht, was los war. Was hatte der Mann getan? Hatte der sich wirklich verändert? Was hat er denn gemacht? Nichts anderes als vorher. Der hatte sich nur rumgedreht und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Aber über Nacht war Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Schurken des Jahrhunderts mutiert. Auf einmal war der Mann der neue Hitler. Drunter geht's ja gar nicht mehr. Die Spiegel-Essays müssen Sie nochmal nachlesen, Anfang der 90er. Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Jetzt musste der neue Hitler natürlich wieder bekämpft werden und da haben die Amerikaner gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Sie haben eine Riesenarmee am Persischen Golf zusammengezogen, von den Kuwaitis sich zu Hilfe rufen lassen. Und diese Armee ist da stationiert seitdem. Und das ist der Affront für die gläubigen Moslems. Allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten, die Anwesenheit Ungläubiger in den Ländern mit den heiligen Städten des Islam, ist für den gläubigen Moslem ein Affront. Das ist wie für den Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Sie können die Leute für primitiv halten, aber es ist deren Religion. Was haben die amerikanischen Soldaten da verloren? Was haben westliche Soldaten da verloren? Menschenrechte? Die sagen dazwischen ganz offen, es geht um die Ressourcen. Die neue NATO-Doktrin sagt das ganz offen, meine Damen und Herren. Im Schatten von Gesundheitsreform, Steuerreform und Rentenreform, das sind doch alles Peanuts, wo nächstes Jahr wieder neu verhandelt wird. In diesem Schatten passiert viel Wichtigeres. Die Bundeswehr bekommt eine neue Funktion. Die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee, laut Verfassung. Die Bundeswehr schützt unser Land. Früher sagte man immer, die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. 40 Jahre lang bei den Bauch gestanden, jetzt wollen sie mitmischen. Jetzt gibt es die neue NATO-Doktrin seit Anfang der 90er. Die NATO-Doktrin sagt, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehrsoldaten, dürfen auch außerhalb des Bündnisgebietes eingesetzt werden, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Machen Sie sich klar, was da passiert. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt das, was wir gerne hätten. Früher waren wir ein Volk ohne Raum. Jetzt sind wir ein Volk ohne Ressourcen, oder was? Und der Stammtisch bringt es auf den Punkt. Am Golf geht es um unser Öl. Die Amerikaner schützen unser Öl. Mit derselben Logik hätte der Hussi natürlich auch hier seine Tankstellen schützen kommen können. Die Amerikaner haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal vernichtend geschlagen. Vor 13 Jahren, Papa Bush, erinnert sich noch?
Oh, da haben die noch ein Riesenspektakel inszeniert. Da haben die erst noch 4 Wochen lang bombardiert. Es ging gegen diese riesige irakische Armee. 4 Wochen lang Präzisionsbombardement mit, das mit Abstand intelligentesten Amerika sind ja inzwischen die Waffen. Die können aus 5 Kilometer Höhe. Die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die Bomben um die Zivilbevölkerung drumherum. Können die? Ja, wenn da einer blöd beiseite springt, da kann man jetzt nichts machen. Damals haben die wochenlang bombardiert, Tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Tatsache, diese aufblasbaren, diese beerdete Use-Panzer. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt war damals die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Da sind dann 14 amerikanische Soldaten bei gestorben. Ist doch keine Panzerschlacht soweit. Ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A61 mehr los. Im ganzen Golfkrieg sind weniger amerikanische Soldaten gestorben, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die meisten sind auch von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause. Killed by friendly fire. Diesmal haben sie gar nicht mehr so getan, als wenn sie Gegner wären. Einfach reinmarschiert mit einer kleinen Armee, einfach schnurstracks reinmarschiert. Das einzige Problem diesmal war der Nachschub. Die Benzinlaster kamen nicht schnell genug nach, um die Panzer zu betanken. Das war doch kein Krieg, meine Damen und Herren, das war eine Bestrafungsaktion. Was war denn die große irakische Armee? Die haben Panzer von 1955. Die können den amerikanischen Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer. Die können irakische Panzer auf 1500 Meter oder 2 Kilometer Entfernung zerstören. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Mike Tyson auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Aber der Hussein hat ja die Massenvernichtungswaffen. Tony Blair hat gesagt, innerhalb von einer Dreiviertelstunde kann der alles fit machen und dann greift er die ganze Welt an. Massenvernichtungswaffen überall im Irak, ja. Der Rote Ring um Bagdad, können Sie sich noch erinnern? Teile des amerikanischen Propagandaministeriums hier. Der Rote Ring um Bagdad, da hieß es, wenn wir jetzt davor stößt, dann kommen die Giftgasangriffe. Der Hussein wird bis zur letzten Patrone kämpfen, der wird sich da verschanzen und nichts ist gekommen. Nichts, nicht mal eine kleine Giftgasgranate, gar nichts. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Seit 3 Monaten suchen die. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Und wo ist Saddam Hussein? 8 Doppelgänger, die hätten jede Woche einen finden müssen. Die Amerikaner haben den Hussein 2-mal besiegt. Nur Papa Bush, der war damals noch clever. Ja sicher, der hat den Hussein an der Macht gelassen. Völlig geschwächt, Flugverbot zu dem Norden, im Süden, totales Handelsembargo. Der saß da in seinem kleinen Rest-Irak und durfte sich mit Sunniten, Schiiten und Kurden rumschlagen. Und der Papa Bush wusste ganz genau, ein Schurke im Wandschrank ist für eine Weltmacht eine prima Sache. So in der Hinterhand, super Sache, wenn es zu Hause nicht so läuft. Hm? Wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt den Schurken aus dem Wandschrank, patsch, 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 dann kommt er wieder weg. Hm? So, auch jetzt, der Kampf gegen den Terrorismus ist militärisch nicht zu gewinnen. Das hat ja inzwischen wohl der letzte Hohlkopf eingesehen. Okay, Rumsfeld und Teile der CDU sind noch über, aber... Militärisch kann man den Terrorismus nicht ausrotten. Die können nicht mal Osama Bin Laden fangen. Aber sie wussten ja noch, wo der Schurke im Wandschrank sitzt, ne? Da holen wir die mal wieder raus. Zack, 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 zack. Bloß jetzt geht der blöde W hin und macht den Wandschrank leer. Ja, jetzt stehen sie da. Wer ist jetzt schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit, meine Damen und Herren. Die Freiheit, Sie erinnern sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben die ja wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, du bist doch unser Mann. Du bist gläubiger Moslem, wir sind gläubiger Christen, wir bekämpfen die gottlosen Russen gemeinsam. Osama Bin Laden ist finanziert worden, der ist ausgerüstet worden. Das waren keine afghanischen Freiheitskämpfer, die gegen die Russen gekämpft haben, zumindest nicht größtenteils. Diese Mujahedin sind eine Erfindung der Amerikaner.
Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems, in den arabischen Ländern angeworben, zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht. Und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. 10 Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen, die Zahlen schwanken zwischen 15.000 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren auch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag 10 afghanische Zivilisten, die auf eine Landmine treten. 10 am Tag, 3.650 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial. 2 Türme, 2 Flugzeuge, patsch, patsch, alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruchteil gezeigt. Bis sie gezeigt haben, wie 3.000 Afghanen auf eine Landmine gelatscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet, das ist doch langweilig, hol mal ein Bier, was soll das jetzt hier? Als die Mujahideen Osama Bin Ladens ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch befreien wollten, da waren es plötzlich echte Terroristen. Denn längst hatte der Westen sich mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Tschetschenien, das ist Völkermord, das sind ethnische Säuberungen. Aber das interessiert ja hier keinen. Die Amerikaner haben die Mujahideen benutzt, man kann es nicht anders sagen. Sie haben sie benutzt wie Klopapier und hinterher weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier Rumsfeld, es sind Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, in dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, Sie alle können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Natürlich waren die Anschläge furchtbar. Ich war doch genauso entsetzt wie alle. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit. Nichts wird, die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Franz Müntefering, immer für den Scherz gut. Der meinte allen Ernstes, das wäre so eine Globalisierung. Wenn auf der Welt was passiert, betrifft uns das hier auch. Klar, Müntefering. Ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden, aber erinnerst du dich noch, als in Ruanda 1,5 Millionen Hutus von den Tutsis, oder war umgekehrt, bei den Hutsis, Tutsi? Tutsi war der Film. Ja, wissen Sie doch, wer es war? Neger, ne? Ja. Ja, das sagen wir nicht mehr, da sind sie pikiert, ne? Neger ist politisch nicht korrekt. Wie viele da verrecken, ist uns egal. Aber Neger sagen wir nicht mehr, das ist der Fortschritt. Als in Ruanda 1,5 Millionen Tutsis starben, die sind aus einem Grund gestorben. Die UNO-Blauhelm-Truppen haben sie auf Befehl der Amerikaner zurückziehen müssen. Es gab keine Bodenschätze in Ruanda. Als die 1,5 Millionen Menschen starben, Müntefering, weißt du noch, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen, ne? Ja, für uns als Exportnation, was das bedeutet haben muss, 1,5 Millionen Konsumenten auf einen Schlag weg. Wenn schon 3.000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% den Wert abstürzen lassen können. Aber ich glaube, da sehen Sie schon gleich, Sie können 3.000 Amerikaner nicht mit 1,5 Millionen Ruander gleichsetzen. Das dürfen Sie nicht mengenmäßig versuchen, Sie müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika zum Beispiel sterben jedes Jahr 1 Million Menschen an AIDS. Jedes Jahr. Man kann die alle ziemlich lange inzwischen am Leben halten, die Medikamente sind da. Die sind aber so teuer, die kann sich kein Südafrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir machen das so, wir stellen das alles selber her. Wir brauchen nur die Lizenz und die Erlaubnis. Wir machen alles selber und geben die zum Selbstkostenpreis ab an unsere Leute. Da hat dann George W. Bush damals, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, dass
Bush hat gesagt, das täte ihm leid, aber das verstieße gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Das Credo des christlichen Abendlandes, das Überleben von Unterprivilegierten, verstößt gegen die Prinzipien des freien Abendlandes. Gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Wenn aber 5 Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in einer Praxis ausprobieren wollte. Da musste die Firma Bayer sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein einziges Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt. Die haben sich die Hände gerieben in Leverkusen und da haben die Amis gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das Patent können wir vergessen. Das heben wir morgen auf. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat kurz verhandelt, hat den Preis drastisch gesenkt. Freie Marktwirtschaft, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass 5 Amerikaner 10-mal so wertvoll sind wie 1 Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfell ist ein Stinkmorchel. Aber der... Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht noch Gänseblümchen. Der Rest ist alles Unkraut, das können Sie vergessen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee bei die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nie wieder froh. Die Kinder werden Sie noch verklagen, weil die mit einem traumatisierten Vater aufwachsen müssen. Wenn aber so eine amerikanische Friedenskampfbombererhaltungsstaffel in Afghanistan Patrouille fliegt und sagen wir mal, in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann sagt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen mit Britney Spears, oops, we did it again. Und zahlt für jeden toten afghanischen Zivilisten 200 US-Dollar Entschädigung. Der offizielle Kurs für toten Afghanen sind 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie, Sie können mal überschlagen, wie viel Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Der Kanzler oder jemand aus der Regierung rief, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein. Dann kam das Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel, die ja diesen Frühjahr versucht hat, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Sie hat kurz nach den Anschlägen damals auf einer Pressekonferenz wörtlich gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Ja, Merkel, das bist du. Zu allem bereit und zu nichts in der Lage, ne? Zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir, oder was? Früher hieß das Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Das... Das, meine Damen und Herren, ist das Schlimmste für mich überhaupt an der ganzen Situation. Al-Qaida, die grausamsten, die brutalsten, die perversesten Verbrecher aller Zeiten, treffen auf die dümmsten Politiker aller Zeiten. An der Spitze dieser amerikanische Präsident, ein Mann, der ohne Berater nicht mal eine Brezel essen kann. Wer steckt da wirklich hinter? Wer macht da in Amerika diese neue Weltmachtspolitik? Doch nicht der Bush. Der hat doch von der Welt keinen Plan, er war doch stocksauer, dass man Afghanistan nicht mit Schiffen angreifen konnte. Der Bush ist die mit Abstand billigste Marionette, die amerikanische Öl- und Rüstungsindustrie sich jemals als Präsident gehalten hat. Das ist eine Witzfigur, die Amerikaner haben sich 8 Monate lang schlappgelacht nach der Wahl über diesen neuen Präsidenten. Ein Clown aus der Provinz. Eine reine Witzfigur. Er wollte es ja eigentlich gar nicht werden, ne?
Nö, nö, da muss es werden. Ne? Er ist halt der Sohn der stinkreichen Dynastie Bush. Ein Soziologe aus Amerika schrieb, er hat die besten Schulen unseres Landes besucht, es ist nichts bei ihm hängen geblieben. Seine Vorfahren, das waren starke Männer. Urgroßvater Bush, Prescott Bush, kennen Sie den? Wissen Sie, wie der sein Geld gemacht hat? Er hat die Nazis mit Waffen versorgt. Wird offenbar der nächste Film von Michael Moore. Das ist the American way of life. Die verdienen an jedem Schurken auf der Welt zweimal. Die rüsten den immer erst auf und dann rüsten die den wieder ab. Die Amerikaner sind wie ein Glaser, der nachts durch die Stadt läuft, Scheiben einschmeißt und am nächsten Morgen rumläuft und Hilfe anbietet. W. wollte eigentlich in Ruhe gelassen werden. George W. Bush hat die ersten 35 Jahre seines Lebens eine schöne Karriere als Alkoholiker hingelegt. Dann haben sie ihn trockengelegt, weil die Familie Bush brauchte einen neuen Präsidentschaftskandidaten. Papa Bush hatte die Wiederwahl versemmelt. Es musste schneller ein neuer her. Eigentlich sollte der kleine Bruder Jeb, der sollte der nächste Präsident werden. Der ist cleverer als der W., das ist der Gouverneur in Florida. Der hat da die Wahlen gefälscht, aber umgekehrt wäre es ja auch gar nicht gegangen. W. ist trockengelegt worden, man hat einen Geschäftsmann aus ihm gemacht. Die einzigen Geschäfte, die er je gemacht hat, erfolgreich, sind Aktien-Insider-Geschäfte. George W. Bush ist ein Wirtschaftskrimineller. Nach heutigen Gesetzen säßt er im Gefängnis. Das wissen die Amerikaner auch, da laufen Klagen. Das wird nur Ewigkeiten dauern, bis die Unterlagen rausgerückt werden. Davon versucht der Bush abzulenken. Genauso wie von seinen ganzen Wirtschaftsproblemen. Amerika ist pleite. Der Mittelstand droht, die Armut abzurutschen. Betrügerische Enron-Pleite. 500.000 Amerikaner haben ihre komplette Altersvorsorge verloren. Das habe Kabinett Bush hat mit denen Geschäfte gemacht, bis zuletzt. Davon müssen die ablenken. Da braucht man einen Feind von außen. Wenn das Volk frustriert ist, braucht man einen Feind von außen, um es zusammenzuschweißen. Das hat die Thatcher damals auch gemacht. Können Sie sich erinnern? Die hat England ruiniert und kurz vor ihrem Sturz den Falklandkrieg angezettelt. Eine Insel mit 2 Türmen und 4 Schafen. Und das ist das, was Hertha Däubler Gremlin damals an dem Abend versucht hat zu erklären. Hertha Däubler Gremlin hat gesagt, ich habe die immer so genannt, vom ersten Tag an. Hertha Däubler Gremlin hat gesagt, der Bush versucht abzulenken von innenpolitischen Schwierigkeiten. Das hat die Thatcher auch gemacht, der Vergleich mit Hitler. Der war natürlich Schwachsinn. Mann, Hertha, hast doch kein Hitler, der Bush. Und es musste damit gerechnet werden, dass einer den Bush erklären würde, wer Hitler war. Viel schlimmer fand ich, wie Hertha Däubler Gremlin 3 Tage später versucht hat, ihren Job zu retten. Da saß er auf der Bundespressekonferenz in ihrem klassischen sozialdemokratischen Rückgrat. Ne? Sozial, da können Sie prima Bungee-Springen mit veranstalten, sozial. Da saß sie da und schleimte meinen Fernseher zu. Der hat sich bis heute nicht wieder erholt, meine Damen und Herren. Nein, sie habe das so alles gar nicht gesagt. Und wenn sie das gesagt habe, haben sie das so nicht gemeint. Ja? Und überhaupt, sie habe so eine große Achtung vor dem wunderbaren Charakter und den großartigen Leistungen dieses amerikanischen Präsidenten. Ich bin gar nicht mehr schnell genug bis zum Klo gekommen. Bush ist kein Hitler. Wenn Sie schon einen Vergleich brauchen, im besten Falle ist es ein Lübcke. Wie blöd er wirklich ist, weiß man gar nicht, weil er seine eigenen Gedanken gar nicht in eigene Sätze formulieren kann. Das ist sein größtes Problem. Er kann nicht frei sprechen. Das ist nun mal so. Er kann nicht frei sprechen. Die Amerikaner wissen das auch. Bushisms. Ganze Sprüchesammlung mit Sprüchen von Bush. Deshalb haben die den die ersten 24 Stunden nach den Anschlägen nur durch die Gegend geflogen. Damit er nicht einfach irgendwas erzählt. Da muss erst eine Rede geschrieben werden. Der liest alles vom Teleprompter ab. Sonst kommt er mit Sprüchen wie, mehr und mehr unserer Importe kommen aus dem Ausland. Sie beginnen zu ahnen, warum die Merkel den so toll findet. George W. Feldbusch müsste man den nennen. Natürlich, meine Damen und Herren, hat sich das eine oder andere bei uns tatsächlich verändert. Auch in Deutschland nach den Anschlägen, es hat sich was verändert. Ja? Wir Deutschen. Normalerweise sind wir ja ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen?
Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht, dann können wir sie nicht mehr finden. Woran erkennen Sie einen Terroristen? NPD-Funktionäre erkennen Sie leicht am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran erkennen Sie den Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie, war genau das, was sich Roland Koch unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellt. Der sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Der hat seine GEZ-Gebühren bezahlt, als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren, oder? Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie diese Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher. Wir finanzieren das ja alles. Extra Tabaksteueraufschlag. Januar 2002. Extra gegen den Terrorismus. 3 Milliarden Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Die Zigaretten die Welt. Man ist schon froh, dass wir der Flut nie auf die Trinker zurückgegriffen haben. 100.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 sterben in den Folgen von Saufen. 5.000, 6.000 sterben im Straßenverkehr. 15.000 durch Ärztefusch. Jedes Jahr. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer aber lang dran stricken, ne? Gehen Sie mal davon aus, der Besuch so manchen deutschen Krankenhauses ist gefährlicher als eine Abenteuerreise in der Sahara. Aber was sind all diese Toten, meine Damen und Herren, was sind all diese Toten im Vergleich mit der Bedrohung durch den islamistischen Terror? Denn das ist der deutsche Albtraum, 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben zu kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Der bayerische Innenminister Beckstein, der fordert bis heute die Aufnahme vom Fingerabdruck in den Personalausweis. Und Chili hat gesagt, wir sollen uns nicht anstellen. Die Spanier hätten das seit über 30 Jahren. Stimmt, das hat der General Franco wohl eingeführt. Chilis großes Vorbild. In Spanien ist es blöd gelaufen, ich gebe es ja zu. Ein Diktator hat den Fingerabdruck eingeführt, es ist einer Demokratie in die Hände gefallen. Chili und Beckstein machen das sicherheitshalber lieber umgekehrt. Und wenn wir erstmal alle den Fingerabdruck im Personalausweis haben, meine Damen und Herren, dann fühlen wir uns doch sicher, oder? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die Spanier. Schönen Abend noch.